Kandidaten in der falschen Sendung. Ich will unbedingt jemanden, der intelligent ist. Ganz verrückte Hühner. Und einfach so, wie ich bin. Crazy. Und direkt schon die beste Lästerschwester gefunden. Das kann die gar nicht abhaben. Ich auch nicht. All das und noch viel mehr gibt es in der 11. Staffel. Der 11. Staffel. Von dem Bachelor! Woo! Ja Leute, ich bin froh, dass wieder der Bachelor läuft. Ich meine, da muss man nicht viel erklären. Das ist ein Mann, der hat Rosen, der nimmt Frauen. Und am Ende hat er noch einen übrig, im Bestfall. Ja, und da haben wir doch alle Spaß dran. Freuen uns auf einen neuen Bachelor, der sich jetzt vorstellen wird. Und wir denken uns so, bitte sei besser als der Alte. Und dann denken wir uns so, das kann nicht schwer sein. Von daher, leg mal los. Kann man Gefühle beliebig ein- und ausschalten? Absolut nicht. Man kann Gefühle nicht beliebig ein- und ausschalten. Oh mein Gott, das ist ja eine richtig diepe Weisheit. Also da haben wir wieder einen Bachelor, der weiß, wie es läuft im Leben. Toll. Und Familie bedeutet für mich alles. Gab es da schon mal einen Bachelor, der einfach saß und gesagt hat, Familie ist mir eigentlich egal, das juckt mich gar nicht, das Thema. Das ist so eine Nonsens-Aussage, weil die einfach jeder tätigt, oder? Freuen uns drauf, dass man jetzt den eigenen Bruder im TV erleben wird auf der Suche nach der großen Liebe. Auf der Suche nach der großen Liebe. Alles klar, man freut sich darauf, dass der ein bisschen Fame abbekommt und man jetzt auch mal im Fernsehen war. Ja, und was sagen Mama und Papa dazu, dass der jetzt der Bachelor ist? Wir können ein Stück weit in die Entstehungsgeschichte der Beziehung hineingucken. Das ist, glaube ich, ein großes Privileg. Ja, welche Eltern möchten nicht gerne in die Entstehungsgeschichte der Beziehung ihrer Kinder reinschauen? Stalker-Helikopter-Eltern! Ernsthafte Beziehungen hatte ich 2 Stück. Und eine davon, da kommt meine Tochter her. Oh super, und ist auch noch Familienvater. Das bedeutet, seine Tochter kann sich dann später auch angucken, wie die Stiefmutter gefunden wurde. Ein Traum. Ich frage mich, wann er das den Frauen droppt und wie viele dann wegrennen. Das interessiert mich sehr. Allerdings, der Bachelor ist eigentlich meistens das nicht so Spannende an der Bachelor-Sendung, sondern die Kandidatinnen. Und da sind wir diesmal ganz gespannt. Ich flirte, glaube ich, eher subtil. Also ich mache es halt dann mit Blickkontakt. Ja, Hannah, und da hast du in Steffi direkt die Meisterin des Blickkontakts gefunden. Creepy. Unangenehm! Also er muss schon was haben, dass ich mich in ihn verliebe. Scheiß die Wand an, Nadine. Echt? Das brauchst du, um dich zu verlieben? Dass er etwas hat, um sich zu verlieben? Wow! Wow! Und die Kandidaten? Wow! Und dann gibt es aber natürlich Kandidatinnen, die haben so richtige Anforderungen an den Bachelor, wo man sich denkt, gehört ein bisschen einer RTL-Produktion. Ich will unbedingt jemanden, der intelligent ist. Ich hoffe, sie glaubt jetzt nicht wirklich, dass sie da Singles und Akademiker mit Niveau findet. Naja, aber dann gibt es auch noch andere Kandidaten, die sind so ein bisschen ihre Ansprüche am Runterschrauben. Ja, also wirklich, du kannst mir da einen Mülleimer hinstellen und ich werde sagen, oh. Guck mal, wie süß. Wenn Maria da gerade unter dem Strich sagt, sie würde jeden nehmen, wirkt so. Naja. Immerhin haben wir eine Kandidatin, die drin bleiben möchte. Naja, egal, aber jetzt geht's los direkt schon mit dem großen Kennenlernen. Das erste Aufeinandertreffen der Kandidatin und des Bachelors wird vorbereitet. Es gibt eine coole Location und da schauen wir mal ganz kurz rein. Oh mein Gott, was für krasse Effekte. Er hat geschnipst und das Licht ging an. Oh mein Gott. Ja, RTL-Zuschauer denken sich bestimmt auch so, oh, der Bachelor, das ist aber cool jetzt gewesen. Ohoho. RTL setzt auf coole Effekte, offensichtlich. Na gut, fangen wir dann einfach mal an. Oh mein Gott, Jesus! Das Auto ist mit 5 km/h angefahren und die Frauen sind schon so, wow, 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 halte dich fest! Ja, die sind aufgeregt, glaube ich. Nico heiße ich. Michelle, hi. Wollen wir uns einfach umarmen? Ich hab's schon. Okay, das finde ich süß, dass sie sich direkt umarmen und beide nervös sind. So, ey, komm, lass uns das machen jetzt hier zusammen. Ich finde es besser als dieses, ah, ich bin der. Das ist cool gewesen. Ich finde den gut. Der ist sympathisch. Naja, trotzdem muss es aber natürlich auch oberflächliche Gespräche geben. Du hast blaue Augen, ne? Ja, du auch. Ja, sehr schön. Achten Menschen wirklich immer auf Augen? Also ich kann von keinem meiner Freunde sagen, was die für Augenfarben haben. Niemanden. Das juckt mich einfach null, dass die es immer drauf haben. Und sofort auf die Augen achten. Wow, das blaue Augen. Ja, krass. Du hast jetzt den Mann schon dein Baby in Zukunft. Darf ich mal kurz anmerken, dass diese Kandidatin von der Seite ein bisschen so aussieht wie Diana, die Finalistin der letzten Staffel? Also RTL generiert auch immer wieder gleich Leute. Vielleicht ist es eine Schwester oder Cousine von ihr. Und denkt sich so, ja komm, mach du doch auch mal. Ich wurde enttäuscht. Kannst du auch. Schaffst du auch. Mach mal. Genau. Oh, es ist nur ruhig. Ich glaube, ich kenne dich. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Leute, ich habe es jetzt nur reingemacht, der Vollständigkeit halber. Ich will dazu nichts mehr sagen. Das Thema mit wir kennen uns ist durch. Erstmal. RTL, denkt euch was Neues aus, bitte. Was machst du beruflich? Was denkst du? Was mit Beauty? Das sagt jeder. Ist falsch?
Ja, ist falsch, total falsch. Ich glaube, ich würde als Icebreaker aber sowas immer total ausgeflippte Sachen machen. Ich so, du machst doch bestimmt Safari-Tour in Afrika, oder? Und dann sagen die dir, dass sie eine seriöse Bankangestellte ist. Und das, weil das ist nicht schön. Wir haben jetzt die Kandidaten kennengelernt, die oberflächliche Gespräche führen oder auch mal so einen kleinen Smalltalk. Und dann so gibt es Kandidaten, die irgendwie gar nicht in die Hütte kommen. Dankeschön, du siehst auch sehr schick aus. Dankeschön, auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen, auf jeden Fall. Bis ja, du siehst schön aus. Das wird awkward hier. Bye! Die nächste Kandidatin möchte ich gerne ein bisschen mehr eingehen, weil die, naja, über die gibt es anscheinend einiges zu sagen. Lies aus aller Welt auszuprobieren, das ist irgendwie so zu meinem Hobby geworden. Stell dir mal vor, du sitzt beim Bewerbungsgespräch und die fragen dich, warum auch immer, nach deinen Hobbys und du sagst, Chilis aus aller Welt probieren. Ja, ist ein Hobby, ne? Und einfach so, wie ich bin. Crazy. Oh Gott. Lotto spiele ich bestimmt einmal die Woche oder jede Woche. Sie spielt einmal die Woche Lotto, beziehungsweise jede Woche. Und auch diese Rubbellose sind voll geil. Ich liebe Rubbellose. Ja, lieben wir es nicht alle? Ein bisschen zum Glück rubbeln. Ja, tun wir. Ich kann gar nicht scharf essen. Oh, oh, wer bringt denn eine kleine Chili mit zum ersten? Nein, lass es mal. Ja, aber der Bachelor denkt sich so, naja, ich kann es nicht, aber ich mach's trotzdem. Und dann essen die beiden zusammen Chili. Dankeschön, du auch. Ja, cool. Ja, also dann, ne? Hast du gut gemacht, ja. Yo, Bro, war cool. Hast du geil gegessen. Check, Faust. Ich geh mal weiter, ne? Oh Gott, diese Frau ist wirklich... crazy. Ja. Ich habe eigentlich sogar was vorbereitet. Okay. Weil ich wusste, dass ich so mega krass nervös bin. Und deswegen, ich habe eine Yogamatte dabei. Okay. Und ich dachte, vielleicht können wir Übungen gemeinsam machen. Halt, stopp. Sie denkt sich so, oh mein Gott, ich werde diesen Typen im Fernsehen kennenlernen. Das macht mich ein bisschen nervös. Hey, lass uns mal auf den Boden setzen und Yoga machen. Das ist doch jetzt nicht besser, oder? Macht das nicht noch mehr nervös? Und man denkt sich so, oh Gott, was passiert hier? Ja, sie anscheinend nicht, weil sie machen jetzt Yoga. Und dann einmal. Ja, war geil. Im Prinzip saßen die Kinder auf dem Boden, sie hatten Hand gedrückt und sie haben geatmet. Aber es war Yoga. Unsere Kandidatin für Singles und Akademiker mit Niveau trifft dann natürlich aber auch auf den Bachelor, weil sie ist ja nicht rausgeflogen, nur weil sie das sucht. Und da haut sie direkt auch raus, was sie wirklich möchte. Vielleicht auch mal ins Theater, in die Oper, mal ein bisschen kultivierte Sachen, Museum. Hast du gehört, Bachelor, es gibt nicht nur Kino und Netflix, sondern es muss auch mal hier ein bisschen Kultur reingebracht werden. Das wird hier erwartet. Ja. Ja. Ich spiele gern Klavier. Nein, so. Ich singe gern. Yeah, das ist mal ein Duett, oder? Ja. Also wenn das jetzt nicht die fakigste Freude ever war, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich singe gern. Duett, ja, ja. Ja, wenn die jetzt bei irgendeinem Date singt und er Klavier spielt, ne? Nee, brauche ich nicht. Warum steigt die Person nicht auf? Wer ist denn mit ihr im Auto gewesen? Oh mein Gott, was ist da Geheimnisvolles passiert? Warum steigt da niemand aus? Ja, warum da niemand aussteigt, das erfahren wir jetzt. Der Bachelor steigt nämlich ein und fährt weg nach Hause. Ciao, ich habe die Frau kennengelernt, ich will nicht. Nein, er sitzt da und kriegt eine Botschaft. Hi, ich bin die Linda. Hello, lieber Bachelor, ich bin die Denise. Ich bin die Debbie. Ja, insgesamt 5 Kandidatinnen können nämlich nicht beim ersten Aufeinandertreffen dabei sein, weil sie Kontaktpersonen für Corona sind. Oh. Sad, und das ist, okay, das ist wirklich sad für die. Und naja, die können da halt nicht mitmachen. Und weil dann allerdings alle Kandidaten da sind, kann man jetzt sagen, es ist eine Party. Und ja, es ist Zeit für Party. Alles gut? Hast du was abbekommen? Du bist doch Tänzerin, ja. Oder? Wir sind in der Disco und haben voll Spaß. Wow, Corona ist nicht vorbei. Yeah! Ja, das ist irgendwie jetzt nicht die geilste Partystimmung, die ich je gesehen habe. Aber naja, bei Bachelor ist ja immer Luft nach oben. Okay, und wer hat da gerade den goldenen Buzzer betätigt? Also das war jetzt einfach mal random. Also es ist wirklich auch einfach passiert. Es ist nichts passiert, es ist nichts Schönes passiert, kein cooles Gespräch. Es kam einfach goldener Regen und niemand hat ihn beachtet. Es war einfach nur da. Also vielleicht haben wir uns das gerade auch alle eingebildet. Der Bachelor greift dann allerdings gleich dann die Kandidatin raus, die ihn vielleicht schon mal gesehen hat, die schon mal Kontakt hatten, die sich kennen. Und wir erfahren alle direkt, was los war. Weil wir haben schon mal miteinander geschrieben. Ja, ja, deswegen ja. Die haben ein bisschen Smalltalk auf Instagram geführt. Das war's. Lernt man sich eigentlich dauernd über Instagram kennen? Ist das so? Warum ist das so? Aber sie haben sich dort kennengelernt und geschrieben und es voll vergessen, ist ewig her. Und jetzt lernt sie sich da wieder kennen. Toll. Ich kann ihn nicht erinnern. Das kann
die gar nicht abhaben. Ich auch nicht. Puh, und da haben wir auch schon unsere besten Freundinnen für dieses Format gefunden. Weil die bringen vielleicht ein bisschen die Action rein mit wir streiten uns. Ich mag das. Das ist gut beim Bachelor. Na, wie geht's dir? Ist dir kalt oder geht es noch? Nee, alles perfekt. Wirklich gar kein Problem. Wo soll denn auch ein Problem sein, bei minus 3 Grad draußen mit einem Kleid zu sitzen? Ich liebe das voll. Alles super. Komm dazu. Ja. Okay. Ich dachte, bis du mich vergisst, komme ich einfach mal rüber. Die anderen beiden haben wirklich nur 2 Minuten bisher miteinander geredet, aber schön, dass sie jetzt auch noch dazu kommt. Witzigerweise hat sie davor mit dem Bachelor noch richtig viel getanzt und gequatscht. Aber bevor sie ihn vergisst, geht sie nochmal und crasht ein anderes Gespräch. Nette Dame. Insgesamt scheint der Bachelor aber auch eine sehr überzeugende Person zu sein, weil es gibt dann Kandidatinnen, die nicht mehr genau wissen, wo oben und unten ist, nachdem sie nur mit ihm gesprochen haben. Also nur das Sprechen. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, dass tiefgründige Gespräche bei Dates dann vielleicht problematisch werden könnten. Oder? Ja, doch schon. Das ist nicht mal nervös sein und eine Nervosität, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, halt irgendwie mal was ganz Neues. Das ist ja logisch. Aber sehr Ja, Hammer, ne? Hammer. Ich bin nicht nervös hier, warum soll ich nervös sein? Ja, alles klar. Die ist definitiv nicht nervös. Das ist definitiv ein Level drüber. Das ist was anderes. Oh Gott, diese Kandidatin. Das ist nur ein Typ, mein Gott. Der ist genauso nervös wie ihr. Warum sind die immer alle so am Durchdrehen? Ich verstehe das nicht. Nach diesen ganzen wundervollen Gesprächen verlassen uns dann aber auch schon 2 Kandidatinnen. Die Kandidatinnen, die in der Quarantäne sind, sind automatisch weiter gewesen. Wie nett. Und naja, wer uns verlassen wird, ist dann einmal diese traurige Gestalt, die wir nie gesehen haben und sofort vergessen haben. Und die crazy Tante hier. Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, weil der ist mir so ein boring Typ. Muss ich leider sagen, der hätte auch so mit nicht zu mir gepasst. Aber sie hatte alles gegeben, die Chili rausgeholt, wo sie versteckt war und es hat einfach nicht sein sollen. Mein Gott, sie nimmt es mit Würde. Das war's dann aber auch schon mit der ersten Folge von Der Bachelor gewesen. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Ansonsten eure Kommentare nach unten in die Kommentarspalte. Und hier sind andere Sachen zum draufklicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.